Okay, hallo Jens. Hallo Matthias. Hi. Soll ich nur in die Kamera schauen? Nur in die Kamera. Aber ich spreche doch mit dir. Nein, du sprichst nicht mit mir, du sprichst mit der Kamera. Okay, hallo Kamera. Du hast in der Show gesagt, du bist seit 20 Jahren auf der Bühne. Ja. Wie nervös ist man da noch nach 20 Jahren? Oh, man könnte jetzt meinen, nicht mehr so sehr, aber ich bin immer wahnsinnig nervös. Ich habe das in der Show auch ein bisschen erzählt, in der Garderobe. Ich tiger darum, ich laufe, ich konzentriere mich, ich gebe meine Texte durch. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil mir das immer noch nach wie vor nach so vielen Jahren so wichtig ist, dass die Show gut ankommt, und bin in der Tat wahnsinnig nervös, aber habe auch das Gefühl, dass das sein muss, weil sonst die Show so ein bisschen sehr routiniert oder abgedroschen vielleicht wirkt, und muss ja immer frisch sein, also ja, ich bin sehr aufgeregt. Gut, nächste Frage. Du wirst in der Show oft gefragt, kannst du davon leben? Ja. Ich ändere die Frage mal um, wie kann man davon tagsüber leben? Ich sehr gut. Das ist auch was ich den Leuten in meiner Show erzähle, beziehungsweise zeige. Und ich zauber Geld mit meinen Händen. Einfach so. Das fliegt mir so zu. Dann juckt das in den Fingern und dann wächst das Geld aus meinen Händen und dann ist nachher so ein ganzer Wäschesack voller Geld. Das ist eine Geldwäsche. Und das mache ich tagsüber. Und ja, klar kann ich davon leben. Und was machst du nachts? Schlafen. Wenn die Kinder nicht schreien. Und du schläfst tatsächlich durch? Jetzt bei unserem zweiten Sohn, ja. Beim ersten war ich solidarisch immer mit wach und habe fast versucht, auch zu stillen, aber das hat nicht geklappt. Du hast es gerade angesprochen, du bist frisch gebackener zweifacher Vater. Ja. Geplant oder ungeplant? Sehr geplant. Sehr geplant? Ja. Du sorgst also selber für Nachwuchs. Das heißt, wenn der Papa mal nicht mehr kann, dann muss der Sohnemann. Dann beide, ja. Die Rauchbrothers kommen, ne? Die Hallen habe ich schon gebucht und natürlich, ja. Wenn die nicht wollen, dann müssen die. So gefährlich bist du? Nein, ich glaube nicht. Was machst du, um locker zu werden vor der Show? Och, ich habe da bis heute kein Ritual gefunden. Ich bin, wie ich ja auch gerade schon sagte, da ich immer sehr aufgeregt bin, sehr angespannt. Und das Einzige, was ich mache, sind so Atemübungen, um mich so ein bisschen zu fokussieren. Aber ganz im Ernst, ich glaube, wenn ich versuche, diese Aufgeregtheit irgendwie zu unterdrücken, dann wäre das auch nicht gut. Also bislang tat mir dieses Aufgeregtsein und, wie gesagt, rumlaufen hinter der Bühne wie blöd immer ganz gut. Und wie war die Frage? Geschickt abgewehrt. Danke. Aber ich habe noch ein paar in petto. Oh, okay, ich habe Zeit. Du hast keine Zeit bei mir. Ich gucke echt nur in die Kamera, ne? Ja, das gut. Tust du. Ich sehe dich durch okay, die Kamera. Ja. Wenn ich dir zwei Begriffe gebe, ja, möchte ich, dass du mit zwei Sätzen darauf antwortest. Mit zwei? Mit zwei. Oh Gott, ja. Ohne zu nachzudenken. Okay. Dorsten. Dorsten ist meine Heimat. Ich habe hier meine Familie, Frau, Kinder, Haus, meine Eltern sind in der Nähe. Und immer wenn ich die 31 runterfahre und Dorsten abfahre, scheint die Sonne. Also ich liebe Dorsten, meine Heimat. Rauchzone. Ach, das ist das Wort, ne? Rauchzone ist das Wort. Ja. Rauchzone, 10 Sekunden. Das waren schon 10 Sekunden, ne? Okay, no, sorry. Rauchzone, das ist der Titel meiner Show. Da geht es um Menschen, die ich kennenlerne, das Publikum, die Leute lernen mich kennen. Da geht es um meine Personen und das zeichnet meine Show so ein bisschen aus, das Persönliche.